Moin moin und herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Aufnahmesession von Geheimakte 2. Ja, denn ich habe ein bisschen nachgucken müssen leider und habe dabei gesehen, wie lange das Spiel noch geht. Und es kommt zwar noch ein bisschen was, aber nicht mehr allzu viel. Ja, dieses Mosaik, ich war ein bisschen verzweifelt, gebe ich ja zu. Ich spare euch das jetzt, den ganzen Text nochmal anzuhören. Ihr kennt es wahrscheinlich mittlerweile auch auswendig. Deswegen gehen wir direkt aufs Mosaik. Also das hier und das hier ist auf jeden Fall richtig, die Könige. Und die Bauern, die dann nördlich angreifen, ist auch richtig. Und dann war ja im Text dieser eine Text, dass die Verstärkung praktisch aus Normann oder Naran, ich habe schon wieder vergessen, wie es hieß, angreift und gerade über die Grenze ist. Das heißt, das war ja dieses eine Feld, was hier ganz unten war, was ja nicht in die Reihe passt, das fünfte in der letzten Reihe. Und da sind sie gerade über die Grenze marschiert. Und das ist der Hinweis hierfür. Ne? Die sind gerade praktisch aufs Feld gekommen und kämpfen dann östlich gegen diese Festung. So. War eigentlich gar nicht so schwer. Ha. Was? Eine Brücke, die aus der Decke fährt? So ein Mechanismus in einer 350 Jahre alten Kapelle? Was auch immer sich hinter dieser Tür befindet, es muss von unschätzbarem Wert sein. Ich kann nur hoffen und beten, dass es sich um das geheime Archiv von Kardinal Coubertin handelt. Vielleicht. Wow, was für ein Anblick. Hm. Latein. Für ein ganzes Archiv wird mein Schullatein kaum reichen. Ich bin ja auch noch da. Wie haben Sie das geschafft? Eine lange Geschichte. Kurz gefasst, ich war richtig gut. Ja, scheint so. Aber ich war auch nicht untätig. Ich habe ein paar Informationen erhalten, mit denen wir die gesuchten Dokumente hoffentlich relativ schnell finden. Wahrscheinlich war ich gestern einfach nur ein bisschen übermüdet. Unglaublich, wie gut diese Aufzeichnungen erhalten sind. Hier haben wir schon etwas. Und die Dokumente von Puritas Cordis, die Bruder Bernard im 17. Jahrhundert an den Kardinal geschickt hat, sind auch dabei. Ich will mal kurz zusammenfassen, was ich bislang herausfinden konnte. Anscheinend kehrte Zandona völlig verändert von einer seiner Pilgerreisen aus dem gelobten Land zurück. Auf dieser Reise hatte er wohl eine Vision und war fortan wie besessen von der Idee, einen Gottesstaat zu gründen. Wie bescheiden. Ja, aber wie wir wissen, extrem überzeugend. In kleinen Dörfern trat er als Bußprediger auf, der die Sündigen vor Gottes Gericht warnte und düstere Prophezeiungen ausstieß. Die er dann ja auch notfalls selbst in die Tat umsetzte. Ein Terrorregime auf Basis der Angst vor der Apokalypse. Ja. Und mit bemerkenswertem Erfolg. Seine Anhängerschaft wuchs beinahe stündlich. Besonders in den ländlicheren Gebieten kamen die Menschen in Scharen, um sich ihm anzuschließen. Hier sind auch nochmal die Vorboten der Apokalypse aufgelistet. Zuerst Pestilenz und Krankheit, als nächstes die Bestrafung der Habgierigen, dann Krieg, Erdbeben, Feuer, gefolgt von einer Sintflut. Soweit wissen wir das ja alles schon. Was soll als nächstes passieren? Die Vorboten sollen die Könige der Welt dazu bringen, sich im neuen Babel zu versammeln und Rat zu halten. Dort will Puritas Cordis sie dann auf einen Schlag vernichten, damit die Sekte, die sich für die Elite der Menschheit hält, eine neue Weltordnung erschaffen kann. Neues Babel? Was soll das? New York! Das passt auf New York! Puritas Cordis will die UN-Vollversammlung auslöschen. Wir müssen meinen Vater anrufen. Er wird untergehen, so wie all die anderen Unwürdigen mit ihm. Gottes Wille ist mit uns. Niemand kann uns aufhalten. Und ihr beiden schon gar nicht. Los, mitkommen! Laufen Sie! Schnell! Ah, Frau Kalenko. So sieht man sich wieder. Sie erinnern sich vielleicht an mich, der charmante Barkeeper auf der Calypso. Aber genug der Höflichkeiten. Hier finden Ihre Bemühungen, uns aufzuhalten, ein bedauerliches Ende. Nein! Und wieder ein Ärgernis weniger. Können wir jetzt aufbrechen? Oder wollen Sie Ihrem Kollegen folgen? Nein? In Ordnung, dann lassen Sie uns gehen. Wir werden einen kleinen Ausflug aufs Land machen.
Jetzt schmur ich schon seit Stunden in dieser Zelle und warte darauf, dass dieser Pat Shelton endlich wiederkommt. Wenn ich nur wüsste, was er eigentlich von mir will und was Nina mit der Sache zu tun hat. Es muss ja irgendwie mit den Vorfällen in Indonesien zusammenhängen. Okay, überlegen wir mal. Die haben einen Vulkan zum Ausbruch gebracht und ich war Zeuge. Und wenn wir diesen Gedanken jetzt weiterverfolgen, kommen wir zu der Feststellung, dass sie solche Zeugen vermutlich nicht sonderlich mögen. Fazit? Hier werde ich wohl keinen Spaß haben. Ich sollte mich also schleunigst vom Acker machen. Bleibt nur die Frage, wie. Ich muss mir auf jeden Fall irgendwas organisieren, um hier abhauen zu können. Jo. Ich glaube übrigens noch nicht, dass der David tot ist. Man hat ja nur einen Schrei gehört. Vielleicht hat er auch dem anderen die Waffe entrissen. Und der ist abgestürzt. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Wir werden es sehen. Ein Apfel. Muss das sein? Ja, muss wohl. Ja, dann haben wir jetzt einen Apfel. Den können wir vielleicht hier irgendwo gegenschmeißen. Ich gucke mal, ob hier noch was ist. Selbst bei genauerer Untersuchung kann ich keine Schwachstellen ausmachen. Gut, also brauche ich gar nicht versuchen, das zu öffnen, ne? Die Abstände zwischen den Gitterstäben sind viel zu klein, um durchzukriechen. Okay, da ist die Zellentür. Nicht aus Edelstahl und auch nicht rostfrei, aber dennoch sehr effektiv. Okay. Die macht einen extrem stabilen Eindruck. Gut, jetzt haben wir hier einen Müllgreifer. Da kommen wir wohl nicht ran, ne? Ich würde ja gerne. Aber wie heißt es doch gleich? Männer haben kurze Arme. Ah ja. Ofen. Ein alter Kanonenofen. Scheint aber kaputt zu sein. Zumindest wurde er wohl schon lange nicht mehr benutzt. Und den Müllgreifer? Damit kann man Müll vom Boden aufsammeln, ohne sich bücken zu müssen. Sehr praktisch, wenn man alt ist. Oder faul. Ja. Ich glaube, die Sektenmitglieder tragen nur deshalb solche Kutten mit Kapuze, damit man ihre hässlichen Gesichter nicht sehen muss. Eigentlich sehr rücksichtsvoll von ihnen. Total. Go, go, Gadgetto-Arm. Scheint nicht zu funktionieren. Das scheint irgendwie eine... Scheint wieder eine Anspielung auf irgendeine Spielreihe oder so zu sein, vermute ich mal, die ich jetzt leider nicht kenne. So, hier ist das Alarmknopf und ein Zahlenfeld. Wahrscheinlich muss ich auf den Alarmknopf werfen. Aber hier ist auch sonst nichts weiter. Dann schmeißen wir mal den Apfel. Ich nehme an, der Apfel hatte nicht schon immer dieses weiße Pelzmäntelchen. Aha. Wir nehmen den jetzt und schmeißen ihn auf die Alarmanlage. Vielleicht treffe ich ja sogar. Aber dann wird der Alarm ausgelöst und hier ist die Hölle los. Kein sonderlich brillanter Fluchtplan. Okay, dann nicht. Aber aufs Zahlenfeld brauche ich doch wohl nicht schmeißen. Ein Zahlenfeld zur Codeingabe. Dann schmeißen wir den Apfel gegen den Müllgreifer vielleicht. Wenn ich den Müllgreifer genau treffe und das Ding dann auch noch in die richtige Richtung umfällt... Okay. Prima, hat geklappt. So, können wir mit dem Müllgreifer vielleicht den Apfel wiederholen? Der ist viel zu massiv, um ihn mit einem dünnen Stock umzukippen oder zu zerstören. Ich wollte den ja auch gar nicht. Ich wollte den Apfel. Den darf ich gar nicht mehr anwählen, okay. Deprimierend. Aber an die komme ich selbst mit dem Greifer nicht dran. Okay, also den Ofen geht, die Ofenklappe vielleicht. Ich muss die Klappe nur aus den Angeln ziehen und... Das Windgeräusch ist schön. Aha. Ja, so eine Ofenklappe. Geschafft. So, jetzt fehlt nur noch die gute Gelegenheit, ein kurzer Schlag und schnelle Beine. Ach so. Okay, verstehe. Mitkommen. Pat Shelton will Sie sehen. Mist. Gegen zwei Leute kann ich mit meiner kleinen Ofenklappe wenig ausrichten. Ich sollte auf eine bessere Gelegenheit warten. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Ich würde Ihnen gerne etwas zeigen. Nina! Max! Ja, Nina Kalenko und Max Gruber. Ich würde sie jetzt liebend gerne ihr Wiedersehen gebührend feiern lassen. Aber leider haben wir dafür keine Zeit. Der Grund für unsere kleine Zusammenkunft ist ganz einfach. Sie wollen etwas wissen und ich will etwas wissen. Ihre Geschichte, dass Sie sich nur ganz zufällig an zwei völlig unterschiedlichen Orten der Welt für eine gemeinsame Sache interessieren, wer soll das glauben? Das wäre schon bei völlig fremden Menschen unwahrscheinlich. Aber bei Ihnen beiden?
Und so ganz zufällig war die Zusammenarbeit mit David Corell vom kirchlichen Geheimdienst mit Sicherheit auch nicht. Ich weiß nicht, für wen Sie arbeiten, aber Sie wissen mehr, als Sie mir erzählt haben. Viel mehr. Und doch wissen Sie bestimmt nicht alles. Also machen wir einen kleinen Deal. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, was Sie wissen wollen. Sehen Sie, die Wahrheit ist wie eine ewige Flamme. Man kann versuchen, sie zu verbergen oder zu verdunkeln. Nur löschen kann man sie nicht. Und die Wahrheit hat ihr hässliches Gesicht schon lange nicht mehr hinter dem Schleier der Technik und des Fortschritts verborgen. Sie zeigt uns Tag für Tag ihre schreckliche Fratze. Jede Stunde verhungern 660 Kinder. Millionen von Menschen schuften unter menschenunwürdigen Bedingungen, während ihre Bosse immer reicher und fetter werden. Die Wüsten breiten sich immer weiter aus. Die Polarkappen schmelzen. Das Ozonloch wächst. Die Klimakatastrophe steht kurz bevor. Jeden Tag geben wir unser Bestes, unseren Planeten nach allen Kräften zu zerstören. Allein heute sind wieder fast 140 Tier- und Pflanzenarten ausgestorben. Ja, schrecklich. Und nun? Sie können diese Welt zu einem besseren Ort machen? Ich kann. Zandona war ein großer Prophet. Zu groß für seine Zeit. Seine Vision ließ sich im 17. Jahrhundert noch nicht realisieren. Heute sieht das anders aus. Vision? Zandona hatte keine Visionen. Er war nur ein kranker Kopf, der die Welt vernichten wollte. Vernichten? Oh, ihr Blinden! Er wollte nicht die Welt vernichten. Er wollte nur all jenes Übel auslöschen, was für die Vernichtung dieser Welt verantwortlich ist. Ich werde es Ihnen zeigen. Das hier ist die kanarische Insel La Palma. Ein Urlaubsparadies für Sonnenliebhaber. Interessant ist die Insel für uns aber aus einem ganz anderen Grund. Der Vulkan Cumbre Vieja. Die brüchige Westflanke dieses Vulkans ist durchzogen von Felsspalten und Rissen, in denen sich Wasser gesammelt hat. Und jetzt wird es interessant. Durch die Platzierung mehrerer Bomben an genau berechneten Stellen können wir dieses Wasser durch thermonukleare Explosionen so stark erhitzen, dass es schlagartig verdampft. Und wenn Sie im Physikunterricht aufgepasst haben, werden Sie wissen, dass eine so plötzlich auftretende Verdampfung von Wasser einen derart gewaltigen Druck erzeugt, dass die brüchige Flanke des Vulkans abrutscht und ins Meer stürzt. Ahnen Sie schon, was jetzt kommt? Genau, ein Tsunami. 200 Meter hohe Wellen rasen mit der Geschwindigkeit eines Flugzeugs über den Atlantik. Dieser gewaltige Tsunami wird über die Ostküste der USA hinwegfegen. New York versinkt in den apokalyptischen Fluten und mit ihm die selbsternannten Herrscher der Welt, die sich derzeit im UN-Hauptquartier gegenseitig an blinder Inkompetenz überbieten. Das entstandene Machtvakuum werden unsere Anhänger ausfüllen, die zum Teil seit Jahrzehnten an den entscheidenden Stellen sitzen. Sie werden die Macht übernehmen und die Menschen in ein goldenes Zeitalter führen. Außer den Menschen an der Ostküste. Die werden Sie wohl nirgendwo mehr hinführen. Hören Sie mir nicht zu? Ich sagte doch, es geht darum, die Erde zu retten. Indem Sie Millionen Menschen jämmerlich ertrinken lassen? Was für eine Rettung soll das sein? Ich errette Sie vor Ihrer eigenen Zerstörungswut. Früher oder später würden sie sich sowieso gegenseitig umbringen. Aber dann dürften nicht nur ein paar Millionen Menschen sterben, sondern die Lebensgrundlage auf diesem Planeten wird für immer zerstört. Sehen Sie denn nicht? Die Mächtigen dieser Welt treiben uns Tag für Tag dem Ende entgegen. Doch nun haben wir die Möglichkeit, das Übel an der Wurzel zu packen und ein für alle Mal auszurotten. Ohne ihre Herrscher werden die Menschen hilflos sein, wie eine Schafherde ohne Schäfer. Sie werden sich Gott zuwenden. Und Puritas Cordis. Denn wir haben die Katastrophe kommen sehen. Und wir sind es auch, die wissen, wie weitere Katastrophen zu verhindern sind. Und niemand ahnt, dass Puritas Cordis die Katastrophen selbst ausgelöst hat? Es ziemt sich für das Schaf nicht, den Willen des Schäfers zu hinterfragen. Wir werden die Menschen ein gottgefälliges Leben lehren. Werden sie im Geiste Zandonas erziehen und am neuen Gottesstaat teilhaben lassen. Angeführt werden sie von unseren Anhängern, die wir aus den Klügsten der Klugen und den Frömmsten der Frommen rekrutiert haben. Und was wird Ihre Rolle in diesem Staat sein?
Ich werde die Stimme sein, die den Willen Gottes verkündet. Das heißt, Sie herrschen über alle anderen. Es geht also eigentlich nur um Macht, wie immer. Natürlich, um die Macht Gottes. Aber genug von mir. Genug von uns. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt und Ihnen vieles von dem erzählt, was Sie bestimmt noch nicht wussten. Zumindest nicht so detailliert. Jetzt ist es an Ihnen, Ihren Teil der Abmachung zu erfüllen. Für wen genau arbeiten Sie? Was wissen Sie? Wer weiß noch davon? Und wie will der kirchliche Geheimdienst das Unausweichliche verhindern? Wir hatten eine Abmachung. Reden Sie! Für wen wir arbeiten? Kirchlicher Geheimdienst? Keine Ahnung, worauf Sie hinaus wollen, aber Ihr Hirn scheint durch den ganzen Zandona-Mist schon ziemlich aufgeweicht zu sein. Anders kann ich mir das sonst kaum erklären. Ich lasse mich von Ihnen nicht zum Narren halten. Nun gut, Sie haben es nicht anders gewollt. Sehen Sie das Grab da drüben? Ganz frisch ausgehoben. Es fehlt nur noch die entsprechende Leiche. Also, ich frage Sie ein letztes Mal. Was wissen Sie? Mit wem haben Sie darüber geredet? Und welche Rolle spielt der kirchliche Geheimdienst? So, also, ich denke mal... Ja, wenn wir nichts sagen, wir riskieren das wahrscheinlich zu sterben, aber... Ich weiß nichts. Ich glaube, ich sage lieber die Wahrheit, bevor wir sterben, oder? Okay, ich erzähle Ihnen, was passiert ist. Diese Geschichte nimmt Ihnen nicht einmal ein Dreijähriger ab. Aber gut, Sie hatten die Wahl. Und Sie haben sich leider falsch entschieden. Wenn Sie glauben, dass wir hier nur Spielchen spielen, dann haben Sie sich getäuscht! Ein völlig unnötiger Tod, den alleine Sie und Ihre Dickköpfigkeit zu verantworten haben. Ich gebe Ihnen jetzt ein wenig Zeit, über Ihre Verfehlung nachzudenken. Vielleicht sind Sie ja bei unserem nächsten Gespräch etwas kooperativer. Bringt sie in die Zelle! Was habe ich nur getan? Max ist tot. Ich hätte es verhindern müssen. Egal wie, aber ich hätte es verhindern müssen. Ich war als Einzige in der Lage, diese Katastrophe abzuwenden. Ich hätte meinen Vater retten können. Ich hätte Max retten können. Ja, ich hätte. Und was habe ich tatsächlich? Ich habe David Corell auf dem Gewissen, der umgebracht wurde, weil er mir zur Flucht verhelfen wollte. Für den Tod von Max habe ich sogar nur eine einzige falsche Antwort gebraucht. Und mein Vater wird der Nächste sein. Und was tue ich? Ich sitze hier in einer Zelle und warte, bis man mich erlöst. Hoffentlich muss ich nicht so lange warten. Dachte ich mir. Na, Herr Gruber? Aus der Grube? Jeder sollte eine Ofenklappe bei sich tragen. Wie gut, dass ich wirklich jeden Mist mitnehme. Ja, jetzt haben wir eine durchlöcherte... Ne, haben wir gar keine Ofenklappe mehr. So, eine Vase. Sehr schön. Ja, also ziemlich abgefahrene Geschichte natürlich, ne? Jetzt haben wir es ja live von dem Shelton gehört. Der ist schon ziemlich bekloppt im Kopf. Ich sammle erstmal wieder alles ein und dann gucken wir uns das in Ruhe an. So, gibt's hier noch was abzugreifen? Ach, hier ist ein Durchgang und da ist auch ein Durchgang und da können wir nichts machen. Bobble. Hundegrab, okay, Hundehütte. Ja gut, ich sag mal Spaten. Sehr schön, danke. Eine Blumenvase aus Plastik. Aus Plastik, okay. Können wir mit dem Spaten das Hundegrab ausheben? Auch ein Hund hat ein Anrecht auf ungestörte Totenruhe. Ja. Ist zwar nur noch eine Ruine, aber zum Rumtragen nach wie vor deutlich zu unhandlich. Kann man die ein bisschen kaputt hauen mit dem Spaten? Wenn ich jetzt auf die arme Hütte einschlage, dann macht das eine Menge Lärm. Und wenn den jemand hört, dann wird man vermutlich auf mich einschlagen. Könnte durchaus sein. Können wir mit dem Spaten hier das Zeug hier wegmachen? Moment. Anscheinend nicht. Ach, nach links geht's weiter. Die Wache weiter. Kann von ihrem Posten aus nicht nur das Gefängnis bewachen, sondern hat auch den Innenhof perfekt im Blick. Keine sonderlich guten Voraussetzungen, um hier lebend wieder rauszukommen. Thermometer. Laut Thermometer haben wir hier 19 Grad. Dass ich zittere wie am Nordpol, dürfte wohl eher nervliche Gründe haben.
Okay. Das Ding ist mit Schellen an der Wand befestigt. Gut, da ist eine Luke. Da geht's in den Keller. Wenn ich den Innenhof betrete, wird mich der Wärter bemerken. Und was dann passiert, möchte ich mir lieber erst gar nicht ausmalen. Gut, können wir denn eine Vase hier irgendwo hinschmeißen? Ist hier was? Ich will gucken, ob hier was ist. Bärlauch. Achtung, jetzt kommt Bildung. Der Bärlauch heißt so, weil er einer der ersten Pflanzen ist, die den Bären nach dem Winterschlaf als Nahrung dienen. Wird auch wilder Knoblauch, Hexenzwiebel oder Knoblauchspinat genannt und zum Würzen verwendet. Bildung Ende. Das wusste ich tatsächlich nicht. Okay, können wir die Vase da hinschmeißen? Nee, können wir nicht, schade. Bank? Eine Holzbank. Sind irgendwelche Schnitzereien drauf, aber die kann ich von hier aus nicht erkennen. Aha, da ist noch eine Tür. Komme ich aber nicht hin. Wenn ich den Innenhof betrete, wird mich der... Ja, das habe ich schon gehört. Wenn ich nach dem Inbegriff des Handlangers, eines Oberbösewichts, suchen würde, hätte ich ihn jetzt vermutlich gefunden. Okay. Wer das genau ist, wissen wir nicht, ne? Nee. Wenn ich den Innenhof betrete, wird mich... Achso, ja, ja. Also da ist wahrscheinlich Nina hinter. Gut, da darf ich... Da sagt er auch nochmal, wenn ich den Innenhof betrete. Okay, hier kommen wir erstmal nicht weiter. Hier ist zwar eine Luke... Fußspuren sind hier noch. Okay, halt, Moment. Da war noch was anderes, ne? Ich dachte, da wäre noch was mit S gewesen gerade. Ne, dann war da wohl nichts mit S. Gut. Hier kommt wohl eine der Wachen auf Patrouille vorbei. Ja, falls ihr übrigens gerade im Hintergrund andauernd Geräusche hört, weil Autos vorbeifahren oder sonst irgendwas, das liegt daran, weil ich hier halt noch Durchzug habe, Fenster alle auf, weil es ist noch morgens und ich versuche ein bisschen Luft hier reinzubekommen. Steht denn da ein Name drauf? Auch ein Hund hat ein Anrecht. Achso, gut, dann nicht. Ist zwar ein Grab. Da drin sollte ich beerdigt werden. Dass ich irgendwann mal vor meinem eigenen Grab stehe, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Kannst du doch mal rein? Ich bin froh, dass ich da wieder raus bin. Selbst wenn es das einzige Versteck auf der Welt wäre, bekommen mich da keine 10 Pferde mehr rein. Gut, dann gehen wir mal durch den Durchgang. Mehr ist hier anscheinend nicht. Okay, oh, das sieht so cool aus. Nanu, du betrauerst doch nicht etwa meinen Tod? Max! Max, du lebst? Psst, sprich leise, sonst kann sich das ganz schnell ändern. Max, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dich zu sehen. Diese Worte aus deinem Mund? Frau Kalenko, sie versetzen mich in Erstaunen. Du hast keine Zeugen dafür. Macht nichts. Wenn du dich immer so freust, mich von den Toten auferstehen zu sehen, sollte ich das in Zukunft vielleicht öfter machen. Du bist immer noch der gleiche Spinner wie früher. Würdest du wollen, dass sich das ändert? Nein, eigentlich nicht. Aber wie kommt's, dass du noch lebst? Erkläre ich dir später. Jetzt müssen wir erst mal sehen, dass wir von hier wegkommen. Ja, hast du einen Plan? Nein, noch nicht. Aber das bist du ja von mir gewohnt. Uns wird schon was einfallen. Okay, aber beeil dich. Pat Shelton kann jede Minute zurückkommen. Ach ja, falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte. Es ist schön, dass du noch lebst. Das kann ich gar nicht oft genug hören. So, da ist Nina. Mit der könnten wir quatschen. Stroh? Das Zeug stinkt widerlich. Aber wenigstens leisten mir die kleinen Krabbler da drin etwas Gesellschaft. Ach, wir spielen jetzt wieder mit Nina. Ach, wir können wieder hin und her wechseln. Okay, die Fesseln gehen wohl nicht. Zellentür. Ja gut, sie kann hier drin wahrscheinlich herzlich wenig machen. Wenn wir wechseln. Können wir uns mit dem Müllgreifer Stroh nehmen? Nee, dürfen wir nicht. Man könnte den Gestank vielleicht als Waffe einsetzen, aber ich wäre wohl der Erste, der davon umkippt. Also lasse ich das Zeug, wo es ist. Okay. Dann können wir hier, glaube ich, erstmal nichts machen. Und wir gehen mal zurück. Da ist eine Mausefalle. Von außen kann ich die Falle nicht auslösen. Und solange die Federn noch gespannt sind, werde ich meine zarten Fingerchen da bestimmt nicht reinstecken. Aha. Eine von diesen gemeinen Fallen, die die Maus töten. Wenn ich mir dieses riesige Stück Käse da drin so anschaue, möchte ich lieber nicht wissen, was für Monstermäuse sie damit fangen wollen. Okay, können wir die Vase dagegen schmeißen? Nein. Das würde den Spaten auslösen. Ja, das geht. So kann ich die Mausefalle zuschnappen lassen, ohne unnötig den Verlust von kleineren oder größeren Mengen an Fingern zu riskieren. Gute Idee.
Damit habe ich eine kleine, unschuldige Maus vor dem grausigen Ende bewahrt und zum Dank ein großes Stück Käse bekommen. Und ich sehe gerade, dass der Part schon längst vorbei ist. Ja, wir beenden den mal ganz schnell hier und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Ciao, ciao.